So, hallo zu einem klitzekleinen Tutorial zu einem Bug, den es in der Version 1.8.1 gibt. Kann man hier oben sehen, ich habe nichts installiert, keine Mods oder sonst irgendwas, also stinknormal. Wir können das Ganze nachprobieren, es sollte wirklich funktionieren. Es geht darum, jedes beliebige Item zu klonen oder zu duplizieren mit einer speziellen Technik. Also, das heißt, Technik ist einfach ein stinknormaler Bug, den man hier da mal ganz kurz nachproduzieren kann und sich somit so viele Items einer gewissen Sorte beschaffen kann, wie man möchte. Ich habe das Ganze mir nicht selbst ausgedacht oder nicht rausgefunden. Ich habe einen Link geschickt bekommen zu einem englischen Video. Hier kommt dementsprechend jetzt das Video in Deutsch dazu. Und ich zeige ganz kurz mal, wie es funktioniert. Ich gehe jetzt mal, oder ich muss mal ganz kurz noch was vorher zeigen. Ich habe hier eine Kiste noch schnell gemacht, weil ich im Creative Mode bin. Kannst du auch im Survival Mode machen oder sollte jedenfalls im Survival Mode funktionieren. Ich zeige gerade, ich habe hier nichts drin, also im Sinne von keine Diamanten. Ich werde das jetzt mit Diamanten machen. Ich muss hier eine Kiste hinstellen, weil ich so das Inventory ja nicht öffnen kann. Da hat man ja hier die Item Selection von den ganzen Sachen, die es gibt. Da ziehe ich mir jetzt gerade mal einen Diamanten heraus, versuche den mal zu klonen. Nur als Beispiel, wenn ich jetzt hier stehe und den hier rauswerfe, dann fliegt er einfach nur raus. Ich kann stinken mal wieder aufsammeln. Ne? Also nichts von duplizieren oder sonst was in der Regel. Rechtsklick passiert gar nichts. Ich kann dieses Item, was ich jetzt hier drin habe, kann ich mir so nicht duplizieren, irgendwie egal was ich mache. Jetzt folgendes, es gibt einen, wie gesagt, den klitzekleinen Bug, den kann ich mal ganz kurz demonstrieren. Ihr braucht eine Wasserrinne, die auf ein Höllenportal zuläuft und das Wasser knickt hier vorne direkt an der Kante ab. Und dazu macht man folgendes, man stellt noch eine Crafting-Box daneben dran, stellt sich hier rein und lässt sich drauf zutreiben, nimmt das Item, legt es mitten in die Crafting-Box, lässt sie aufs Tor zutreiben und schon hat man es gerade gesehen. Ich habe jetzt nichts gemacht, wirklich nur mich durchtreiben lassen, bin halt noch einen kleinen Schritt nach vorne gelaufen, damit ich jetzt nicht im Portal drin stecke. Und auf einmal sind zwei Diamanten rausgeflogen. Oho. Ja, dann sammle ich mal kurz den einen ein und öffne das Inventar. In dem Fall, indem ich auf die Kiste klicke, weil da habe ich jetzt hier mein Inventar. Sammel diesen Diamanten auf. Hab dort unten einen zweiten gleich drin. Wenn ich drüber laufe, habe ich einen zweiten drin oder sollte einen zweiten drin haben. Nö, funktioniert's? Ja, jetzt klappt's. So, ich habe jetzt hier einen zweiten Diamanten drin. Und diesen kann ich jetzt nehmen und mit Rechtsklick auf den anderen so viele Diamanten produzieren, wie ich möchte. Ja. Und da kann man sich sozusagen das Inventar einmal komplett vollknallen ohne Ende. Eine Sache gibt es dann noch sozusagen, also ist unendlich. Jedenfalls muss man, oder was muss man beachten, ist ein klitzekleines Problemchen noch, weil es ein Bug ist, natürlich auch nicht so, dass das Ganze jetzt weg ist. Der Diamant hier unten liegt zum Beispiel immer noch da. Wenn ich jetzt folgendes tue und die irgendwie stacken würde, dann würde praktisch dieser eine Stack jetzt gerade verschwinden, falls man es gesehen hat. Ich habe jetzt drei und würde den hier unten drauf stacken, dann ist es weg. Es sind nur noch einer übrig am Ende. Natürlich kann man den wieder nehmen und hier natürlich das Inventar wieder vollklatschen. Ja. Man muss nur aufpassen, wie man die stackt. Das hier unten ist sozusagen der Duplizierer-Diamant. Und das hier oben sind die erstellten Diamanten, die man einfach so stinknormal stacken kann ohne Probleme. Also der Duplizierer-Diamant, der liegt hier unten, den dürft ihr nicht auf einen anderen Stack draufstecken, weil dann verschwindet nämlich dieser Stack in dem Fall. Aber man kann mit diesem Diamanten immer wieder neue Diamanten, sage ich jetzt mal, duplizieren, wie man sehen kann. So, das Ganze könnte man dann jetzt hier, wie gesagt, stacken ohne Ende. Und Diamanten sind auch jetzt hier einfach zur Verfügung. Das heißt, es sind keine Trick-Diamanten oder Schein-Diamanten. Ich kann es kurz zeigen, wenn ich zu einer Crafting-Box gehe, hier die Sticks reinstecke und hier oben die Diamanten nehme, kann ich mir auch eine Diamantspitzhacke in dem Fall erstellen. Also kein Problem. Oder was können wir noch alles machen hier? Diamant-Shorts, sowas in der Art. Oder Rüstung in dem Fall. Was ist denn das? Achso, Diamant oder Block auf dem. Ja, ich dachte gerade schon, es wäre eine Fist oder sowas. Ich habe doch gar keine Mods drauf. So. Stecken funktioniert auch so automatisch eigentlich ganz gut an sich. Und ja, gut, so viel dazu. Duplizierer-Diamant und das hier oben sind dann die eigenen Stacks, die man sich machen kann. Und das wäre es vom Bug gewesen. Jetzt das Problem, das hier unten bleibt liegen und man kann es sich aufsammeln. Sozusagen, wie gesagt, immer noch verbuggt. Ich schlage folgendes vor, dass ihr, um das wieder zu entfernen hier und um das Ganze sozusagen aufzuräumen, Anführungszeichen, dass ihr den Block entfernt, ein Lavafeld reinmacht, sodass das Ganze wieder verschwindet und dann den Sand reinsetzt. Zack, zumacht und dann ist das Ganze auch weg wieder, hat sich aufgelöst. Den Duplizierer-Diamant würde ich übrigens auch wegschmeißen, weil der sorgt sonst nur für Probleme. Auch nochmal Lava rein, Sand drüber und das war es dann gewesen. Dann hat man jetzt hier halt in seiner Itemkiste die ganzen Diamanten, kann man sich schön dann einsammeln und packen. So, damit kann man sich sozusagen die Items duplizieren, alles was man möchte. Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen und ihr würdet das gerne nachprobieren. Ist jetzt kein Fake übrigens, also wirklich, testet's aus, es wird funktionieren. An dieser Stelle sage ich Tschüss, bis zum nächsten Tutorial.